Hey ihr, herzlich willkommen zu einem weiteren Mavari-Vorstellungsvideo. Das letzte, zumindest für diesen Schwung an Farben. Ja, Lucky Charm oder auch kurz Lucky, mein kleines Stütchen hier hinter mir, diese wunderschöne braune Stute, die ist jetzt heute noch dran, denn Cloud hatte sich knapp gegen sie durchgesetzt in der, Abstimmung in Anführungsstrichen. Man kann ja leider keine Umfragen mehr machen direkt über das i. Leider geht das nicht mehr. Geht so einiges nicht mehr über das YouTube-i. Ja, und heute ist die kleine Maus dran und die finde ich auch ganz, ganz, ganz besonders. Zum einen finde ich, hat die ein ganz, ganz wunderschönes Braun. Ein ganz toller Braunton, der auch nicht so langweilig ist. Dadurch, dass die Muskulatur und die Schattierung und der Lichteinfall wunderbar herausgearbeitet ist. Das sieht man hier am Rücken. In der Sattellage sieht man am oberen Hals, am unteren Hals, an der Schulter und auch hier an der Seite vom Kopf und an den Ganaschen. Wichtig, Ganaschen mit N, das ist der Kieferknochen vom Pferd und die Gamaschen, die befinden sich weiter unten, nämlich an den Beinen vom Pferd. Und was das Braun auch nochmal special macht und nicht so langweilig schnöde, sind die kleinen Deppels, die sich hier im Fell befinden. Und die finde ich auch unheimlich süß und schick. Und das war ein Grund, weshalb ich schon auf dem Bild gesagt habe, als Star Stable uns die Mavaris auf Instagram gezeigt hat. Oh mein Gott, ich brauche dieses braune Pferd in meinem Leben. Und wann sage ich schon mal, ich brauche ein braunes Pferd? Weil meistens sage ich immer so, ja, es ist ganz schick, aber es ist halt langweilig. Und das war hier wirklich so, dass ich direkt gesagt habe, boah, das Pferd brauche ich. Oh mein Gott, okay. Auch hier wieder wunderschön. Ja, du bist gemeint. Ah, Nadu. Oh, die ist so süß. Deine ist so süß. Auch hier wieder dieses schöne Leuchten in den Augen. Ich finde, die sehen unheimlich wach aus dadurch, mit diesem kleinen Lichtreflex nochmal oben, der so ein bisschen, ja nicht ganz weiß ist, sondern so dieser Streifen ist und so ein bisschen ins Bläuliche geht. Das ruft einfach so ein bisschen den Effekt einer Spiegelung hervor. Ich meine, ich male ja auch viel digital und auch klassisch und das ist so eine Sache, die das Auge immer lebendiger wirken lässt. Und das fehlt mir bei vielen der Pferde hier in Star Stable. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt schon ein anderes Pferd außer dem Mavari hat, in diesem Stil. Hier oben, das da meine ich. Neben dem weißen Lichtpunkt. Guckt euch die Wimpern an. Oh, die kann mit den Wimpern klimpern. Sehr, sehr schön finde ich auch hier diese herrliche Blässe. Was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wunderschön. Also ich bin wirklich absolut tipptopp begeistert. Also ich bin wirklich begeistert. Auch, dass die Ohren hier oben so ein bisschen dunkler werden an den gebogenen Spitzen. Ich finde es einfach nur traumhaft schön. So. Also ich muss wirklich sagen, Star Stable hat da alles gegeben. Ich versuche auch alles zu geben. Und so schnell jetzt auch zu leveln. Nicht nur die Mavari, sondern auch andere Pferde noch. Dass ich mir vielleicht schon im nächsten Schwung nochmal was kaufen kann. Weil die gefallen mir auch vom Reitgefühl her so gut. Und das finde ich ja mega wichtig. Deswegen sage ich auch, gucke ich so über die Animationen von der Seite her so ein bisschen hinweg. Denn ich sehe mein Pferd nicht so oft von der Seite. Ich sehe es halt eher von hinten. Von hinten gefällt mir das Ganze sehr gut, optisch und vom Gefühl her. Und so an sich, wenn sie stehen, gefallen sie mir auch gut. Nur der Galopp gefällt mir halt nicht ganz so gut von den Animationen, wenn man es von der Seite sieht. Aber das sehe ich halt nicht so oft. Und das lässt mich über diese Mängel hinwegschauen. So, ganz, ganz goldiges Pferd. Ja, welches Outfit es für sie werden wird, das entscheide ich jetzt. Dann zeige ich euch das natürlich auch nochmal. Wir werden uns auch mit diesem Pferd nochmal die Gangarten angucken und die Mähnen. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes mache. Wir hatten mit Honey hatten wir das Championat. Mit Cloud haben wir uns die Zaumzeuge angeguckt, den speziellen Mavari-Zaum. Ja, für Lucky bleibt eigentlich nicht mehr wirklich viel übrig. Es tut mir leid für die kleine Maus, aber ja, irgendwie bleibt da nicht mehr so viel. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich da jetzt überhaupt noch so viel mache oder ob das Video heute ein bisschen kürzer wird. Kann auch gut sein. Was mir auch so ein bisschen entgegenkommen würde, dass ich heute noch viel vorbereiten kann. Ich nehme jetzt gerade am Freitag auf. Und ja, ich würde aber sagen, ich suche jetzt was aus. Ich habe schon das ein oder andere im Köpfchen und dann gucken wir gleich mal.
So, das Outfit steht und ich bin heute, ja, in Veildale, da wo dann irgendwann das Druidenreiten mal stattfindet, wenn ich denn mal so weit bin. Ja, und Lucky ist eingekleidet, ja, mehr oder weniger fast nach dem Motto Old but Gold, denn sie hat relativ altes Sattelzeug drauf, aber ich finde, es steht ihr traumhaft gut. Ich hatte eben schon eine spontane Fotosession, wo sehr wahrscheinlich auch das Thumbnail für diese Folge entstanden ist, denn habe ich schon mal erwähnt, dass ich verliebt in das Mavari bin. Ich glaube bislang nur 30.000 Mal. Und weil das noch nicht reicht, ich bin verliebt in das neue Mavari. So, ich bin einfach mal wieder bei dem Outfit geblieben, was ich zuletzt auch schon drauf hatte. Zum einen, weil das hier gar nicht so schlecht aussieht, zum anderen, weil ich es gerade total mag und ich irgendwie auch... Ich finde irgendwie gerade kein anderes, was mir so richtig gut gefällt für meinen Reiter. Also, wie immer, der coole Reithelm aus dem Shopping Center. Das Cowboy-Set-Hemd aus dem Shop in Silverglade. Die hellrosa Reithose aus dem Shopping Center. Die Ohrringe von Weihnachten. Verschluckt robuste Ranch-Handschuhe. Und die gab es, glaube ich, am Wandermarkt. Ich bin mir nicht sicher. Oder gab es die auf der Ranch? Ich weiß es nicht. Und die braunen Reitstiefel aus dem Shopping Center. Jetzt macht die ganze Zeit meine Stimme schlapp. Hey, das ärgert mich. Ja, Lucky trägt das Moraland Western Zaumzeug. Das gab es einzig und allein am Wandermarkt. Ich glaube, man kann es nicht mehr bekommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da habe ich das auf jeden Fall her. Und den Wandermarkt gibt es ja so nicht mehr. Dazu trägt sie den Moorland-Set-Sattel. Den gibt es nach wie vor in Moorland. Sie trägt außerdem die rote Profidecke. Die gibt es oder gab es früher nur im Westcup Fischerdorf. Mittlerweile gibt es sie auch im Shopping Center. Alles übrigens, was ich hier vorstelle, gibt es, glaube ich, auch in dem Global Shop. Dann trägt sie die Hufschuhe in Pferchgrau. Aha. Interessante Farbe. Hufschuhe vor allen Dingen. Hufschuhe sind eigentlich was komplett anderes, weil die zieht man halt wirklich über den Huf zum Schutz. Wenn das Pferd zum Beispiel eine Verletzung am Strahl hatte oder sowas. Das sind Gamaschen. Das sind ganz normale Gamaschen. Beziehungsweise Streichkappen hinten. So, oder Streifkappen, Streichkappen, ne? Jetzt bin ich gerade selber wir. Und sie trägt die Jalaheim-Blume, diese wunderschöne Sonnenblume. Die gibt es in Jalaheim. Oben bei der Tierärztin irgendwo ist so ein Shop und da kann man die kaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die auch im Shop gibt. Und also in dem Global Shop und im Shopping Center. Aber da gibt es die auf jeden Fall und da habe ich die her. So, gut. Die Gangarten werde ich jetzt wieder unkommentiert zeigen, denn die habe ich ja, wie gesagt, schon kommentiert im ersten Video mit Honey. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ach ja, übrigens hier. Diesmal habe ich noch ein Kätzchen dabei. Ich habe noch die Retro-Regenbogen-Satteltasche aus dem Regenbogendorf. Und ich habe die schläfrige Schneekatze dabei. Ist euch übrigens mal aufgefallen, wie riesengroß die Katze ist? Ich frage mich, wie der Rest der Katze da reinpasst, wenn der Kopf schon so groß ist. So, wie dem auch sei, auf geht's, Gangarten angucken.
So, während wir uns jetzt auf den Weg machen zum Man angucken in Veildale, seht ihr hier auch mal noch, dass da ein Stern war, dass ich mich total verfranst habe und wie das Ganze im Renngalopp von hinten aussieht, wollte ich eigentlich sagen. Denn das sehen wir eigentlich am allerhäufigsten und das ist halt wirklich das, was ich sagen muss, was ich total toll finde bei Mavari und wo das Gefühl einfach so stimmt. Ja, was ich auch mal noch erwähnen wollte, zwar buggen bei Mavari auch die Zügel durch den Hals, allerdings aufgrund der sehr, sehr schmalen Statur des Mavaris ist es tatsächlich so, dass die Zügel beim Mavari mit am allerwenigsten durch den Hals buggen von allen momentan verfügbaren Pferderassen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen und das wollte ich auch mal gerne erwähnt haben. So, die Mähnen. Sie hat diese sehr, sehr schöne Standardmähne. Ich finde, die sieht ganz, ganz toll aus bei dieser Fellfarbe. Ich mag ich total gerne. Ich weiß aber tatsächlich noch nicht, ob sie bleibt. Die Chancen stehen gut, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Gucken wir mal, wie die anderen aussehen. Die sieht auf jeden Fall sehr toll aus. Die kurze Mähne, die mir ja bislang bei noch keinem Pferd so gut gefallen hat, der Mavaris, finde ich jetzt hier bei den Braunen auch nicht so berauschend, dass ich sagen würde, jo, die muss ich haben. Aber ich finde, ich weiß natürlich nicht, wie es bei dem Dunkelfuchs aussieht, aber im Vergleich zum Palomino und zum Sabino finde ich die kurze hier bei dem Braunen bei dieser Farbauswahl noch am schönsten. Also wie gesagt, sie ist nicht so, dass ich sagen würde, die muss ich haben. Aber bei den anderen hat sie mir gar nicht gefallen. Hier würde ich sagen, ja, die ist okay. So, Zöpfe. Wow, sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick, oder? Vielleicht bekommt sie auch die Zöpfchen. Dann hat jedes Pferd seine eigene Mähne, seine eigene Frisur hier von den Mavaris. Also das sieht schon schön aus. Dann weht halt nur die Mähne nicht mehr mit. Aber schön sehen die Zöpfe auf jeden Fall aus, ne? Also ich finde, die stehen ihr unheimlich gut. Die stehen ihr unheimlich gut. Ja, die anderen Mähnen brauchen wir uns von der ersten Seite gar nicht anzugucken. Aber guck mal. Das ist die Standard-Wildpferdemähne. Die sieht sehr, sehr flauschig aus bei ihr. Schaut mal, das sieht schön aus. Finde ich schön. Auch der Schopf ist goldig. Also den finde ich bei ihr sehr, sehr schön, muss ich sagen. Schweif sieht auch gut aus. Vielleicht wird es ja auch die. Wer weiß, wer weiß. Also die finde ich jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die Wildpferdemähne. Auch die sieht nicht schlecht aus bei ihr. Wobei, die finde ich ähnelt zu sehr der Standardmähne. Einfach nur in dickeren Strähnen. Bei den beiden würde ich dann im direkten Vergleich bei der Standardmähne bleiben, aber hier die Mähne hier, die könnte es durchaus auch werden. Finde ich schön. Ja, gucken wir uns aber nochmal weiter die Wildpferdemähne an. Sehr, sehr voluminöser Schweif natürlich wieder. Der so ein bisschen an Struktur verliert, aber nicht viel. Und oh mein Gott, die Stehmähne ist natürlich auf diesem Pferd auch bombastisch. Das war ja auch das Pferd, wo man auf Instagram in dem Bild oder auf dem Bild, was Star Stable gepostet hatte, die Stehmähne schon gesehen hatte. Und das sieht mega aus. Richtig toll. Also ich werde jetzt, glaube ich, erstmal bei der Standardmähne bleiben, auch weil ich schon so viele Starcoins ausgegeben habe in der letzten Zeit. Ich bin mir aber noch unschlüssig. Was meint ihr denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare mit Hashtag Mavari für die Standardmähne, für diese hier. Mit Hashtag Zöpfchen für die Zöpfchen. Mit Hashtag Jorvik für die Standardmähne vom Jorvikschen Warmblut oder Hashtag Stehmähne. Also Hashtag Mavari, Hashtag Zöpf, also ja, Hashtag Mavari, Hashtag Zöpfchen, Hashtag Jorvik und Hashtag Stehmähne. Ich finde, so sieht sie ein bisschen hengstiger aus mit der Stehmähne, aber sie sieht auch so toll aus. Ich bin mir gerade sehr, sehr unsicher bei diesen Mähnen. Bleib jetzt, wie gesagt, erstmal bei der hier, um mir 19 Starcoins zu sparen, weil die mir auch sehr gut gefällt.
Aber ich bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Was sagt ihr generell zu diesem Pferd? Ich muss sagen, mir gefallen alle drei Farben bombastisch gut. Ich bin sehr gespannt auf die weiteren vier Farben. Das Weiße, ich weiß gerade nicht, ob es ein Schimmel ist oder ein Dominant White. Das, keine Ahnung, kann ich euch gerade nicht sagen. Soll wohl in die App kommen. Ich bin mal gespannt. Die anderen sollen dann wohl so ins Spiel reinkommen. Ich rechne damit am 2. Ist das der 2.? Ja, müsste der 2. sein. Also ich rechne mit den weiteren Mavari-Farben am 2. September oder am 9. September, also nach 3 bis 4 Wochen nach Release der ersten Farben. Ich bin mal gespannt, wann es soweit sein wird. Ja, bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich bin sehr gespannt, welche Mähne euch dann am besten gefällt. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß mit euren Mavaris. Übrigens, in den Story-Folgen geht es jetzt noch ein bisschen weiter mit meinem Andalusia, weil ich ja einiges im Voraus aufgenommen habe. Und dann gibt es erstmal Mavari Power satt, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.